So, liebe Fußballfreunde, meine Gäste hier im Raum. Begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem bitteren 2:3 des VfL Mannheim gegen die Stuttgarter Kickers und bitte um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Zunächst möchte ich die heutigen Endergebnisse des 8. Spieltags in der Oberliga vorlesen. SV Spielberg schlägt Ulm mit 2:1, Pfullendorf schlägt Villingen 3:1, Friedrichsthal gegen Hollenbach 0:1, PSG Balingen gewinnt gegen Kiel 3:1, Freiberg unterliegt dem Balinger SC nach 2:0, 2:3 und kurz vor Ende stand bei den Partien Ravensburg HSC 1:3 und Aalen gegen Freiburg, unseren nächsten Gegner, 1:0. Auf den Blick der Tabelle können wir, denke ich, verzichten und zu den Statements der beiden Trainer kommen. Herr Abmann, Sie haben es eben kurz gesagt, wir waren in einer ähnlichen Situation vor dem Spiel, nach dem Spiel aber jetzt in einer besseren. Ja, das ist natürlich richtig. Wir haben mit dem Sieg natürlich einen ganz wichtigen Dreier gelandet. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir trotz des Rückstandes ein gutes Spiel gemacht. Waren von den Kombinationen, von den Torchancen, denke ich, auch verdient knapp in Führung. Und in der zweiten Halbzeit, muss ich natürlich dann auch sagen, umgekehrt haben wir Riesenprobleme gehabt, Mannheim dann auch unter Kontrolle zu bekommen. War nicht mehr so aggressiv, Mannheim hat viel Druck ausgeübt. Und da war es einfach ein offenes Spiel. Es hätte auch in der zweiten Halbzeit für Mannheim ausgehen können. So haben wir ein knappes Unentschieden geschafft in der zweiten Halbzeit mit dem alles entscheidenden Tor zum 3:2. Und wir sind darüber natürlich sehr glücklich, auch wenn es insbesondere in der zweiten Halbzeit ein absolut enges Spiel war. Und ja, wir hätten beide Richtungen fallen können, dass sie, ich denke, dass ich glücklich bin, dass wir bei uns die 3 Punkte bleiben. Danke. Vielen Dank, Herr Hartmann. Ja, Christian, es ist wirklich eine sehr bittere Niederlage heute gewesen. Ich denke, man konnte der Mannschaft über 90 Minuten absolut nicht den Willen, die Einsatzbereitschaft, das ist vielleicht die Fans zu Recht, der erste hat sein Kiel angebrannt, das hat ein Absprechen. 2 Tore zum ersten Mal geschossen in dieser Saison, wieso hat es aber dennoch nicht gereicht, heute zumindest zu punkten? Erstmal Glückwunsch. Ja, ich weiß, dass natürlich Diskussionen jetzt weitergehen und dass dann natürlich das nicht dazu beiträgt, dass noch ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Und hätten wir uns natürlich alle gewünscht, dass wir heute mit einem Dreier hier vom Platz gehen. Und ich denke, für mich aber als Trainer ist wichtig, dass wir Schritte nach vorne machen, große Schritte auch nach vorne machen. Ich denke, die Mannschaft hat heute einen großen Schritt nach vorne gemacht. Für mich ist die Entwicklung wichtig. Natürlich auch zeitgemäß, dass wir punkten müssen, definitiv auch keine Frage. Aber dennoch kann man heute der Mannschaft wirklich, wenn überhaupt, nur einen Vorwurf machen, dass wir hinten eben die 3 Tore bekommen haben aus Situationen, wo sie nicht fallen dürfen. Das sind aber Dinge, ich glaube, jeder weiß, wenn man ins Training zieht, auch vorne die Torchancenverwertung. Im Training funktioniert es einfach, da ist alles ein bisschen leichter. Und heute haben wir 2 gemacht, es hat noch nicht gereicht. Hinten dann einmal in der 2. Halbzeit nicht eng genug dran gewesen und vielleicht nicht konzentriert genug, auch vielleicht in der Euphorie beim Stand von 2:2 unbedingt den Siegtreffer machen zu wollen und damit müssen wir leben aktuell. Ich denke, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie willig ist, dass sie das, was in Kiel nicht gut war, besser machen wollte und auch besser gemacht hat. Und jetzt gilt es da für mich als Trainer mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Die Mannschaft hat weiterhin mein vollstes Vertrauen und ich denke, sie haben das heute auch bestätigt. Und müssen wir halt so lange weitermachen und noch 1 drauflegen in Freiburg jetzt am Wochenende, dass wir eben nicht nur 2 Tore machen, sondern dann das 3. und zwar vor dem Gegner. Und dann schauen wir, was in Freiburg rauskommt. Es gibt jetzt eine Trainingswoche, wo es dran gilt, in der letzten Woche, wo wir angefangen haben, nach Kiel weiter aufzubauen. Ich denke, wir brauchen, und das ist auch gut, dass wir jetzt die Kontinuität reinkriegen durch Trainingsbetrieb mit fast voller Anzahl. Und denke ich, hat man heute schon die ersten Schritte nach vorne gesehen und so geht es jetzt weiter. Danke, Christian. Fragen der Presse.
Das scheint nicht der Fall. Dann haben wir es heute kurz gemacht. Ich denke, wir sind alle niedergeschlagen. Und ich denke, wir haben auch schon vielleicht nicht so bittere Tage erlebt. Aber ich denke, wir müssen da alle durch, müssen da zusammenstehen. Zusammen mit der Mannschaft, zusammen mit dem Trainerteam. Und wir werden weiterkämpfen und werden den nächsten Versuch nächste Woche in Freiburg starten. Und da fahren wir genauso positiv hin, wie wir heute hier in das Spiel gegangen sind. Und dann werden wir hoffentlich den Bock umstoßen. Wir sehen uns wieder morgen. Spielt die U23 hier im Stadion um 15 Uhr gegen Türkspor Mannheim. Und am 1. Oktober, wie gesagt, das Pokalspiel gegen Spielberg. Und das nächste Heimspiel am 5. Oktober, ein Sonntag, gegen den SSV Reutlingen. Und wir sehen uns nächste Woche erstmal Samstag 15:30 Uhr zum Freiburger FC. Vielen Dank und den Stuttgartern eine gute Nachhausefahrt.